Mein Vortrag stellt, wie Ilana in der Einleitung schon gesagt hat, drei Künstlerinnen in den Mittelpunkt, die jede für sich eine Grenzgängerin bzw. eine Grenzüberschreiterin war. Walli Wieseltier, Kiki Kogelnick und Renate Fury. Linien der Freundinnenschaft, künstlerische Parallelen und Strategien von weiblicher Solidarität über die Zeit hinweg möchte ich versuchen, heute mit Ihnen zu beleuchten. Die in Österreich wahrscheinlich berühmteste Künstlerin in diesem Dreierbund ist Kiki Kogelnick. Letztes Jahr habe ich für das Kunstforum eine Kiki Kogelnick-Ausstellung kuratiert, die in zweiter Ausstellung ins Kunstmuseum Brands nach Odense in Dänemark ging und im März im Kunsthaus Zürich eröffnet wird. Für meinen Vortrag heute möchte ich auch von dieser Künstlerin ausgehen, von Kiki Kogelnick. Sie hat also ich möchte sie als grenzenüberschreitende Künstlerin erhellen, und das kann man bei Kogelnick eigentlich in einem zweifachen Sinne verstehen. Erstens, im Hinblick auf ihre Biografie, so wie wir das heute schon von sehr vielen Künstlerinnen gehört haben, geboren 1935 in Graz, verbrachte Kogelnick ihre Kindheit und Jugend in Bleiburg in Kärnten und kam 1954 zum Studium, zuerst an der Angewandten und dann an der Akademie der Bildenden Künste nach Wien. 1962 geht sie nach New York. Immer wieder fragen mich Leute, was war denn so die New Yorker Zeit von Kiki Kogelnick? Was ist denn das für ein Abschnitt? Tatsächlich ist das gar kein Abschnitt, sondern sie lebte und residierte ab diesem Jahr, also ab 62, eigentlich permanent in New York. Sie ist immer wieder gependelt zwischen New York City, Wien und auch Bleiburg. Gestorben ist Kiki Kogelnick 1997 allerdings in Wien und begraben ist in Bleiburg. Kiki Kogelnick war aber auch eine Grenzgängerin als Künstlerin, die in vielen verschiedenen Medien arbeitete: Malerei, Zeichnung, Objekt, Skulptur und, was heute vor allem im Zentrum stehen wird, Keramik. Kiki Kogelnick war mit dem MAK auch verbunden. Peter Nöber, vielleicht haben manche von Ihnen das gesehen, organisierte 1996, 97, kurz vor Kogelnicks Tod, die erste institutionelle Ausstellung von Kiki Kogelnicks Hangings im MAK, in der MAK-Galerie. In der Sammlung des MAK befindet sich jedoch bis auf einige Plakate kein Werk von Kiki Kogelnick. Doch zurück zur Keramik. Wir sehen hier die Künstlerin in ihrem Atelier mit vier ihrer Keramikköpfe, die ich Ihnen im Detail, also einige davon, auf dieser Folie noch einmal zeigen möchte. Begonnen hat Kogelnick 1974 mit dieser für sie neuen Technik. Sie haben hier drei Köpfe, das sind die ersten keramischen Werke von Kogelnick, die auf Basis von Vasen alle in diesem Jahr, also 1974, entstanden sind. Von links nach rechts: Untitled Sea Monster, dann Bluebird in der Mitte und Sleepy Head. Es gibt insgesamt 12 dieser Köpfe, die erhalten sind. Alle sind sie individuell ausformuliert, alle thematisch ganz unterschiedlich geartet. Gabriela Fritz weist in ihrer Kogelnick-Monographie darauf hin, dass diese ersten Keramiken parallel zu Kogelnicks Woman's Lip-Serie entstanden sind, für die sich die Künstlerin selbst als Modell dient, oft angetan mit einer großen Sonnenbrille, die wir hier auch in der mittleren Keramik sehen. Selbstbewusst und breitbeinig fordert sie ihre Anerkennung ein. Fest steht, dass Kogelnicks Keramikköpfe jeder für sich einen höchst individuellen, teilweise auch stark expressiven Ausdruck von Weiblichkeit darstellen. Sie sehen hier eine Aufnahme aus dem Keramikatelier von Renate Fury. Sie sehen hier einige von Kogelnicks Köpfen im noch unglasierten Zustand. Wenn man sich diese Köpfe anschaut, dann ist man sicherlich sehr stark an die Keramikerinnen der Wiener Werkstätte erinnert. Hier vor allem an Walli Wieseltier, deren Name schon öfter gefallen ist heute. Wieseltier und Kogelnick verband gleich mehr, also mehrere Dinge verbanden diese beiden Künstlerinnen. Der Sprung über den großen Teich, das Interesse an der Technik der Keramik, die Unangepasstheiten entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit und last but not least auch die Diagnose und das Todesurteil Krebs. Wieseltier, die 95 in Wien, 1895 in Wien geboren wurde und 1945 in New York verstarb, war die wahrscheinlich berühmteste und visionärste Keramikerin der Wiener Werkstätte. Sie arbeitete zwischen 1917 und 1922 im Auftrag
der Wiener Werkstätte und ab 1922 selbstständig in ihrem Atelier, das sie Keramische Werkstätte Walli Wieseltier nannte. 1927 verkaufte sie ihr Atelier retour an die Wiener Werkstätte und übernahm dort wiederum die Leitung. Im Oktober 1928 kommt sie nach New York im Kontext einer Ausstellung und beschließt zu bleiben. Wieseltier stammte aus einer gut situierten jüdischen Familie aus Galizien, besuchte die Wiener Kunstschule für Frauen und Mädchen, gegründet von der Frauenrechtlerin Rosa Mayer-Eder und der Malerin Tina Blau, danach die Wiener Kunstgewerbeschule, wo Josef Hoffmann und Koloman Moser unterrichteten, und verkehrte in progressiven Kreisen. Hoffmann war es auch, der sie 1917 als Keramikerin für die Wiener Werkstätte rekrutierte. In den Arbeiten dieser Zeit beschäftigt sich Wieseltier vor allem mit der Darstellung von weiblicher Körperlichkeit, und zwar in einer Art und Weise, die nicht subversiv und versteckt oder schüchtern funktioniert, sondern straightforward ist, oft humorvoll, fast grotesk überzeichnet, was vor allem durch die Glasuren erreicht wird. Sie sehen hier eine Keramik von Walli Wieseltier, die sich in der Sammlung des MAG befindet, aus dem Jahr 1928. Vor uns sitzt ganz aufrecht eine nackte, frei geformte Frauenfigur, die auf einer Pflanze sitzt, ein Knie Richtung Brust angezogen, ein Knie zum Boden abgelegt. Der Blick geht über die Schulter und sucht damit direkt den Blick der betrachtenden Instanz. Der Körper zeigt mehrere Blumen appliziert, wie zum Pflücken dargeboten. Man beachte die sexuelle Referenz und wird mit einem Band umspielt. Die kräftige, farbige Glasur war typisch für Wieseltier. Dies ist nur ein Beispiel von Wieseltiers keramischem Storytelling, das oft weibliche Sexualität ins Zentrum stellt. Wieseltier stellte selbst- und körperbewusste Protagonistinnen dar in ihrer Keramik. Sie feierte, so kann man vielleicht aus heutiger Sicht sagen, bereits vor 100 Jahren eine unfassbare Body Positivity. Es gibt jedoch auch zahlreiche Hinweise in ihrem Werk, die kritisch auf den männlichen Blick auf den weiblichen Körper zielen. Etwa stellt sie Kleidung und Textil, das sich um den Körper der Frau windet, oft schlangenähnlich dar, was man als Verweis auf den männlichen Phallus lesen könnte. Ihre Frauen sind oft regelrecht überschminkt oder weisen dunkle Glasuren unter den Augen wie als Zeichen von Erschöpfung auf. Wie sehr die Keramiken der Wiener Werkstätte Pate für Kiki Kogelnick gestanden haben, wird etwa auch ersichtlich, wenn wir uns zwei Keramikköpfe näher anschauen, die sich in der New Yorker Sammlung von Kiki Kogelnick befunden haben. Links Walli Wieseltier, ohne Titel Portrait of a Woman aus ca. 1930 und Kopf 1928 von Gudrun Baudisch, einer weiteren wichtigen Keramikerin der Wiener Werkstätte. Also hier sieht man auch bei Baudisch zum Beispiel diese blaue Glasur um die Augen, was eben Wieseltier auch häufig gemacht hat. Auch eine von Wieseltiers berühmtesten Keramiken, ein Äffchen, das eine Schale balanciert, befand sich in der Sammlung von Kiki Kogelnick. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass Kogelnicks Beschäftigung mit Wieseltier nicht nur auf Basis ihrer künstlerischen Arbeit stattfand. Kogelnick entdeckte und recherchierte intensiv zu dieser Künstlerin der Wiener Werkstätte. 1988 schrieb Kogelnick auch einen Text mit dem Titel Walli Wieseltier, Keramik und ich, Betrachtungen einer zeitgenössischen Malerin für die 20. Wiener Kunst- und Antiquitätenmesse, die im November 1988 in der Wiener Hofburg stattfand. In dem Text betont Kiki Kogelnick die Expressivität, die Farbigkeit und auch den Humor der Keramiken von Walli Wieseltier, die sie faszinierte und in der sie auch ihren eigenen künstlerischen Ansatz wiederfand. Besonders begeistert zeigt sich Kogelnick in dem Text auch über den Entstehungs- und den Arbeitskontext innerhalb der Wiener Werkstätte und erwähnt die starke weibliche Solidarität der Keramikkünstlerinnen, zu denen neben Wieseltier eben auch Gudrun Baudisch, Kitty Rix und Susi Singer gehörten. Das ist ein ganz berühmtes Foto, auf dem man eben links Walli Wieseltier sieht, dann Gudrun Baudisch und rechts Kitty Rix. Eine derart solidarisch unterstützende und künstlerisch inspirierende Gang hat sich wohl auch Kogelnick gewünscht. Die schreibt, Zitat, was Hoffmann in der Architektur, Schiele und Klimt in der Malerei, Mahler und Schönberg in der Musik, haben diese Frauen der Wiener Werkstätte in der Keramik vollbracht.
Eine ähnlich expressive, figurale Keramik gibt es meines Wissens nach weder in der deutschen noch in der französischen oder italienischen Keramik, die eher von den Futuristen beeinflusst war. Die expressive Keramik der Wiener Werkstätte ist weltweit einzigartig. Und weiter: Walli Wieseltier erregte unter all den Frauen der Wiener Werkstätte mein größtes Interesse. In New York sah ich immer wieder Sachen von ihr, die mich irgendwie berührten, ihre witzigen Einfälle, ihre Großzügigkeit im Auftragen der Klausuren, ihre künstlerische Expressivität. Ich war sicher, dass eine Frau, die solch witzige und unorthodoxe Keramik machte, auch ein interessantes Leben geführt haben musste. Kogelnick recherchierte weiter auf den Spuren von Walli Wieseltier, fühlte sich mit ihr durch die künstlerische Arbeit, das feministische Anliegen, aber natürlich auch aufgrund der persönlichen biografischen Lebenssituation verbunden. Und sie engagierte sich in Form eines Textes, aber auch durch den Erwerb von Keramiken von Wieseltier für eine Bekanntmachung und späte Anerkennung der Künstlerin. Leider muss man vielleicht an der Stelle sagen, es ist über die genauen Umstände des Erwerbs der Keramiken in der Sammlung Kogelnick nichts Näheres bekannt. Obwohl sich Kogelnick und Wieseltier persönlich nicht gekannt haben, ist hier eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Auch in der Wieseltier-Monographie von Marianne Hörmann, die 1999 erschien, wird auf die künstlerische und biografische Ähnlichkeit zwischen Wieseltier und Kogelnick im Spannungsfeld von Alter und Neuer Welt hingewiesen. Eine weitere Parallele zwischen Kogelnick und Wieseltier ist in der Rezeption zu sehen. Das überzeichnete, teilweise groteske ihrer Keramikköpfe wurde lange nicht als Ironie, sondern als Kitsch aufgefasst. Bei Kogelnick trifft das nicht nur auf ihre Keramikköpfe, sondern vor allem auch auf ihre späten Glasköpfe zu, die sie zwischen 94 und 96 in Zusammenarbeit mit der Glasmanufaktur Berengo fertigte und die lange Zeit den Blick auf das Gesamtwerk eigentlich regelrecht verstellt haben. Zwei davon sehen Sie hier. Die Beziehung Kogelnick-Wieseltier blieb also eine platonische. Die beiden Künstlerinnen haben sich persönlich nicht gekannt. Was man im Hinblick auf die Beziehung von Kiki Kogelnick zur dritten Künstlerin, die heute im Mittelpunkt stehen soll, nicht behaupten kann. Wie bereits erwähnt, kommt Kiki Kogelnick 1974 zur Keramik, und zwar unterstützt und beeinflusst durch Renate Fuhry. In Kogelnicks umfangreichen Aufzeichnungen und Notizen findet sich ein kurzer Text zur Technik der Keramik und den keramischen Anfängen, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Kogelnick notiert um 1980. Ceramics. When I first walked into the studio of Renate Fuhry in 1974, she was just molding clay on her wheel. The thing was going to be a vase. I was immediately enchanted and drawn to touch and quench the material. Working in clay reminds me of playing. I love to use my hands this way, and it is dangerous when I get carried away, forgetting that there are certain restrictions on the material. I have messed up quite a lot of pieces this way. They would later break in the oven, but you learn from experience. I still love to take risks with the glazes, and it is always exciting to open the door of the kiln and to see what happened. I am lucky. Mostly it turns out better than I anticipated. Nowadays, there seems to be no connection between my ceramics and my paintings. Even though it all started with heads and shapes, for which I used the same cutouts as for my paintings. Dass es wenig Zusammenhang zwischen den keramischen und malerischen Arbeiten von Kogelnick gibt, stimmt vielleicht für den Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ab Mitte der 80er Jahre ändert sich das dann drastisch wieder. Abgesehen von Kogelnicks erfrischendem, fast kindlich zu nennendem Zugang zu diesem neuen Material, fällt auf, dass Kogelnick eingangs ihre Künstlerin-Freundin namentlich erwähnt, mit Renate Fuhry, die 1938 in Witten in Deutschland geboren wurde und die seit 1960 in Österreich lebt, verbindet Kogelnick eine lange Freundschaft und Keramik-Komplizinnenschaft. Hier sehen Sie die beiden Künstlerinnen Rücken an Rücken, sich das Rückgrat stärkend, eine bezeichnende, eine wahre Pose. Die Aufnahme stammt aus Mitte der 1980er Jahre. In meiner Vorbereitungszeit zum Kogelnick-Ausstellungsprojekt bin ich immer wieder auf den Namen dieser Frau gestoßen. Und es war eine ultimative Ehre, als sie kurz vor der Eröffnung
der Ausstellung quasi auftauchte und es gelang, persönlichen Kontakt herzustellen und sie dann auch bei unserer Eröffnung dabei war. Hier sehen Sie Renate Furi links hinten im Bild und Kogelnick bei der keramischen Arbeit in Furis Atelier. Es handelt sich bei der Aufnahme um einen Still aus einem ORF-Beitrag von Mitte der 70er Jahre. Renate Furis lebenslanges künstlerisches Thema war die Vase. Sie teilte mit Kogelnick nicht nur das Interesse am keramischen Material und das Atelier, sie haben auch gemeinsam ausgestellt. 1986 zeigten Kogelnick und Furi in der von Heide Walamis geleiteten und auf Keramik spezialisierten Art Gallery in der Krugerstraße 18 im 1. Bezirk eine gemeinsame Ausstellung. Den Künstlerinnen war wichtig, dass ihre Ansätze und Arbeiten als verschieden und getrennt voneinander wahrgenommen werden. Diese klare Trennung, aber die solidarische Unterstützung und Gleichberechtigung zwischen den Künstlerinnen-Freundinnen reflektiert auch das Plakat. Im Booklet zur Ausstellung gibt es von beiden Künstlerinnen ein Artist-Statement. Renate Furi schreibt, ich bin ein Stadtmensch, also ist meine Keramik stadtverbunden. Das heißt, laut, oft disharmonisch beeinflusst, zeitverbunden. Meine Keramik ist nicht fürs Museum gemacht, sondern zum Gebrauch bestimmt, für heute. Und Kiki Kogelnick schreibt, für mich ist die Keramik ein Ausflug aus der Welt der Malerei, als ob die Hauptdarsteller aus dem Fernsehschirm ins Zimmer treten würden. So haben sich die Formen aus meinen Bildern selbstständig gemacht und sind in die dritte Dimension gekommen, als Skulptur in einer neuen Umgebung. Auf der Einladung zur Ausstellung ist dieses Foto abgedruckt, das so einen ganz starken Pop-Art-Vibe hat. Dieses Interesse für die direkte Verquickung von Kunst und Leben, die Freude an starker Farbigkeit und auch ein humorvoller künstlerischer Zugang zeichnete beide Künstlerinnen aus und führt uns erneut auch wieder retour zu Walli Wieseltier. Kogelnick profitierte vor allem auch menschlich von der Offenheit und der Großzügigkeit von Renate Furi. In einem Brief an Kogelnicks Ehemann George Schwartz vom 25. Juli 1971 schreibt Kogelnick, mit Renate und Karl, das war zur damaligen Zeit Renate Furis Ehemann, ein Designer, bin ich nun wirklich gut befreundet und es tut mir so gut, in Wien einmal eine wirklich wohlwollende Frauenbekanntschaft zu haben. Denn noch immer fühle ich die versteckte Feindseligkeit der anderen. Kogelnick betont hier besonders auch das gegenseitige Wohlwollen, was sie speziell in der Wiener Szene und vor allem unter Frauen, vor allem unter Künstlerinnen und Galeristinnen in jener Zeit anscheinend stark vermisste. Renate Furi aber kam von außen. Sie wurde in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen geboren, wuchs in Bochum auf und kam 1960 nach Wien, kurz bevor Kogelnick nach New York ging. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Folkwang-Schule für Gestaltung in Essen, wurde 1954 an der angesehenen Werkkunstschule Krefeld aufgenommen und machte danach eine Lehre als Keramikerin. 1960 heiratete Renate Furi den deutschen Theaterwissenschaftler Dieter Schrage, dessen Namen sie annahm und mit dem sie auf seinen Wunsch hin nach Wien ging. Im Dezember 1960 wurde Renate Furis Sohn Götz geboren. Ab Anfang 1961 unterhielt Renate Furi ein Atelier in Wien und konnte durch Produktion und Verkauf ihre junge Familie versorgen. Enge Kontakte pflegte sie mit der Wiener Kunstgewerbeszene und zeigte 1964 erstmals ihre Keramiken, und zwar im MAK. 1969 lernt Renate Furi dann Kiki Kogelnick kennen. Nach der Scheidung von Schrage heiratet Furi Anfang der 1970er Jahre den Designer Karl M. Furi und nimmt seinen Namen an. Ab 1973/74 hat Renate Furi einen Lehrauftrag für plastisches Gestalten am Institut für Werkerziehung an der Akademie der Bildenden Künste inne, den sie bis 2016 über 40 Jahre lang beibehielt. Nach ausgedehnten Reisetätigkeiten in den 70er und 80er Jahren, unter anderem nach New York, Hamburg und Mexiko, und einem Umzug nach Niederösterreich in den 90er Jahren, kehrt Renate Furi Ende 2000 permanent nach Wien zurück, wo sie heute nach wie vor lebt. Dennoch ist es so, dass Renate Furis künstlerisches Werk heute im großen Stil nicht bekannt ist. Anna Sauer von der Kiki Kogelnick Foundation, die heute auch hier bei uns ist, hat im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit mehrere Gespräche mit Renate Furi geführt und in diesem Zuge auch einen lange überfälligen
Wikipedia-Eintrag über die Künstlerin verfasst, der am Dienstag online gegangen ist. Nun möchte ich aber mit Ihnen natürlich noch einen Blick auf Renate Furis künstlerisches Werk werfen. Hier sehen Sie zwei Vasen aus dem Jahr 1980, die sich beide in der Sammlung des MAC befinden. Typisch für Furis Werk sind die rosafarbene Glasur und die ornamentale schlanke Eleganz. Dass in Furis Werk durchaus auch der Humor eine Berechtigung hat, möchte ich Ihnen hier noch zeigen. Das sind Renate Furis Wiener Semmeln von 1974. Und hier sehen Sie noch einen Screenshot aus der Sammlung online des MAC. In der Sammlung sind Renate Furis frühe Arbeiten der 1960er Jahre vermerkt. 44 Einträge gibt es hier, allerdings unter dem Namen Renate Schrage. Das war ja ihr erster Mann, wie ich Ihnen erzählt habe. Also es wäre vielleicht schön, wenn man das zusammenspeisen könnte, damit man unter dem Namen Renate Furi das Gesamtwerk findet, das sich hier im MAC, also Teile davon befinden sich hier im MAC in der Sammlung. Sehen Sie die Künstlerin noch einmal. Die Tatsache der zwei verschiedenen Namen, wie gesagt, ist möglicherweise auch ein Mitgrund für die noch unzulängliche Rezeption des Werks von Renate Furi, die ich Ihnen hier abschließend noch einmal auf einem Foto, das von Elfi Semotan stammt, zeigen möchte. Strahlend und mit rosafarbenen Haaren, ganz so wie es im Hinblick auf ihre Glasuren in der Keramik sie es auch zur selben Zeit präferierte. Kiki Kugelnick hat einen ihrer 12 Keramikköpfe, die ich Ihnen anfänglich gezeigt habe, nach Renate Furi geformt, der Ihnen hier nicht vorenthalten sei. Die Arbeit heißt R ist gleich R von 1975. Klar ist, und das ist, glaube ich, für uns im heutigen Zusammenhang relevant, dass sich Kugelnick wohl bereits in den 70er Jahren darüber bewusst war, wie wichtig Namensnennung und dementsprechender Credit im Zusammenhang mit künstlerischer Arbeit sind. Man kann hier durchaus von einer künstlerischen Strategie sprechen, die Person und die Arbeit einer anderen Künstlerin in das eigene Werk einzuschreiben. Dies hat unlängst übrigens auch eine weitere von mir sehr geschätzte österreichische Künstlerin gemacht, Iris Andraschek. Sie hat am Wiener Augustinplatz die Form eines Teppichs in den Gehsteig gefräst. Tell these people who I am, heißt die Arbeit. Diesen Satz soll Walli Wieseltier erbost Ende der 1930er Jahre an den US-amerikanischen Präsidenten Roosevelt geschrieben haben, als sie wegen Nichtbeachtung von Kleidercodes, sie kam in Shorts zu einem öffentlichen Auftritt, kritisiert wurde. Iris Andraschek hat dieses Zitat aufgenommen, das unser aller Leitspruch sein sollte, in Hinblick auf vergessene und bisher in der Kunstgeschichtsschreibung wenig beachtete mitteleuropäische Künstlerinnen und Designerinnen. History repeating also, die Geschichte von Walli Wieseltier, Kiki Kugelnick und Renate Furi zeigt, dass wir heute alles andere als gefeit davor sind, dass Dinge, die der Vergangenheit angehörten, scheinbar der Vergangenheit angehörten, wie das Systematische nicht erwähnen, nicht bearbeiten, nicht ausstellen, nicht ankaufen, generell nicht wichtig nehmen, von Künstlerinnen nicht mehr passieren. Die Strategien und Antworten, die Künstlerinnen wie Wieseltier, Kugelnick und Furi aus Empathie und den Glauben aneinander entwickelt und gelebt haben, kann uns, glaube ich, heute als Vorbild und Ausgangspunkt dienen und unseren Blick und unser Interesse für die nach wie vor unzähligen, nicht nur weiblichen, sondern unterrepräsentierten Gruppen und Individuen und deren künstlerischem Output schärfen. Denn so wie sich diese Künstlerinnen, und das hoffe ich, dass ich das in meinem Vortrag zeigen konnte, über nationale Grenzen, künstlerische Techniken und sogar auch über Jahrhunderte hinweg solidarisiert haben, liegt es, glaube ich, auch an uns, im Sinne einer Kunstgeschichtsschreibung auf Höhe der Zeit Namen zu nennen und Zusammenhänge herzustellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.